SPD-Ortsverein Attendorn wird 125 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich im Namen der SPD-Landtagsfraktion aus Düsseldorf, aber auch persönlich sehr herzlich. Ich freue mich, aktive Ortsvereine kennenzulernen, die 125 Jahre Tradition haben. Und was ist das für ein langer Zeitraum? Und wir mögen nur mal kurz daran denken, was Genossinnen und Genossen auch in früheren Jahrzehnten auf sich genommen haben, um für die Werte und Ideale der Sozialdemokratie zu streiten. Denn das war nicht immer so leicht wie heute. Früher wurde man teilweise verfolgt, inhaftiert, wenn man sich als Sozialdemokrat zu erkennen gab. Ihr seid das Gesicht der Sozialdemokratie, nicht nur in Attendorn, sondern in ganz Nordrhein-Westfalen. Auf euch kommt es tatsächlich auch an. Nur durch euch bekommt die Partei ein Gesicht. Nur durch euch kann man auch erfolgreich Kommunalpolitik machen, mit Menschen in Kontakt treten, Menschen für die Ideale unserer Partei begeistern. Und dafür danke ich euch sehr herzlich, denn ihr seid auf diesem Weg sehr erfolgreich. Gute kommunalpolitische Ergebnisse, einen sozialdemokratischen Bürgermeister in Attendorn. Ich glaube, der Ortsverein ist gut aufgestellt für die Zukunft. Und für die nächsten 125 Jahre wünsche ich euch daher alles Gute.